Hallo und herzlich willkommen bei Klaus Grill, feines Grillen Barbecue. Heute was Cooles, wir machen heute Hühnchen Feta Gyros von der Feuerplatte. Super lecker, schnell gemacht und wie man das macht, zeige ich euch gleich. Viel Spaß dabei. Das ist eigentlich ein richtig altmodisches Rezept, deshalb werde ich heute auch altmodische Maße dafür verwenden. Und zwar brauchen wir 2¼ Pfund aus hier beiden Hühnchenkeule, wird auch Polofino genannt, die Dinger hier. Dann haben wir 1 Pfund klein geschnittene Zwiebeln, 1 Pfund Feta, einen halben Klafter Öl und 2 Schnürpel Gyros. Warum hat man früher so gesprochen, oder? Irre. Also ein Pfund sind 500 Gramm ungefähr. Guckt auf die Website, da seht ihr das richtige Rezept. Dann haben wir hier noch so Spachtelzeug und wie immer, wenn wir grillen, scharfes Messer und ein Brett. So, das ist nur die Hühnerhaut, was so übersteht, das können wir rasch zur Seite tun, das braucht kein Mensch. Die Menschen, die Hühnerhaut nicht mögen im Gyros, die schneiden die vorher ab. Ich persönlich finde das Beste, weil da ist Saft, Schmelz drin und so ein bisschen Krosswürze manchmal auch. Und deshalb schneiden wir das hier so in kleine Gyrosstreifen runter. Ungefähr so. Und machen das mit, hier, guck mal, so und machen das im Prinzip mit all diesem Hühnerfleisch, was wir haben. So, da ist unser Hühnchen und da kommt jetzt wirklich großzügig 4 Esslöffel Gyros hier bloß rüber und dann wirklich auch nochmal schön Olivenöl, also mal 50, 60 Milliliter bestimmt. Gib ihm. Das kann richtig saftig, schmalzig werden. Dazu kommen unsere Zwiebeln, aber der Feta noch nicht. Und dann vermischen wir das hier halt miteinander. Mein Schatz. Was denn? Was ist das hier? Das ist ein Fladenbrot. Brauchen wir das auch noch? Oh ja, wir essen das dazu, oder? Für das Rezept an sich ist jetzt nicht wichtig, weil du kannst es ja mit Reis essen. Wir haben uns jetzt für Fladenbrot entschieden. Das schneiden wir auf und grillen das so ein bisschen. Ich glaube, wie man das macht, sollte euch klar sein, oder? Dann nickt mal. Die haben alle genickt vor dem Bildschirm zu Hause. Passt schon. So, das haben wir jetzt eh mal ganz kurz durchgemischt. Drücken das fest und stellen das wirklich mal 10 Minuten kalt zur Seite. Dann kommt nämlich der ganze Saft schön aus den Zwiebeln raus, weil wir jetzt hier die Würze mit dran haben, mit ein bisschen Salz und ein bisschen Zucker und dann kommt der ganze Zwiebelsaft raus und verbindet sich gleich mit dem Hühnchenfleisch und das geht wirklich innerhalb von 10 Minuten. Also muss man jetzt nicht über Nacht hinstellen, sondern wirklich schnelles, leckeres Grillen. Guck mal, so herrlich sieht das aus, hat jetzt schön Saft gezogen. Und das kann auf die Platte, bevor es auf die Platte kommt, kriegt die Platte immer noch ein bisschen Öl ab. Die haben wir jetzt praktisch hier drüben, haben wir Hitze drin, auf der anderen Seite nicht, das reicht uns ja vollkommen. Und dann gib ihm. Dann verteilen wir das hier schön. Oh, das riecht herrlich gleich. Und dann nimmt man immer praktisch und dreht es. Da können wir auch richtig Bewegung drin lassen. Deshalb sind diese Hühnerkeulen wirklich ein super dankbares Produkt, weil die kannst du, wenn sie dich verbrennen lässt, eigentlich nicht falsch behandeln. Guck mal, herrlich. War wieder schön dampft und brutzelt. Riecht hervorragend. Also ich finde, so muss Feuerplattengrillen aussehen. Herrlich. Und dann immer schön drehen. Und wenn du sie gedreht hast, dann hast du mal so ein bisschen Chaos auf der Platte. Dann sortierst du die mal immer so zurecht. Von innen nach außen und dann von außen nach innen. Und immer so weiter. Nach 5-6 Minuten kommt jetzt unser Käse dazu. Den bröseln wir einfach so ein bisschen rüber. Möglichst klein. Die lassen wir erstmal von oben kurz einschmelzen. Und dann haben wir gleich eine richtige käsige Sahne-Soße auf der Platte. Mega. Schau mal an, rühren wir das praktisch unter. Also heben das ganz genauso weiter runter. Ja, keine große Hektik drum machen. Wir machen jetzt noch so 7-8 Minuten hier weiter. Und dann sind wir schon am Ziel. Also sieht eine total entspannte Geschichte. Weißt du, was du machen musst, ist ein bisschen hier mit Spachteln an der Feuerplatte rumrennen. Ich weiß jetzt schon, wer mit dir kosten wird. Das weiß ich auch schon. Der kommt gerade. Peti? Ja. Ah, MC Peti. Guck mal, wie saftig schmelzig das jetzt hier wird. Das ist der Feta, der schmilzt halt da voll rein. Ah, herrlich. So, ich mache hier ein bisschen Platz für das Brot an der Stelle. Guck mal, die Streifen immer erst kurz angrillen. Und dann sind wir mit unserem Hühnchen auch schon so weit durch. So, und dann nehmen wir das schon runter. So, ein schönes Stückchen Brot hier. Und dann habe ich meinen Teller eigentlich schon für mich. So, nehmen wir mal hier schön Hühnchen. Ein bisschen Angeber-Petersilie rüber. Macht alles, sieht besser aus mit Angeber-Petersilie. Und hier.
auf euch. Rinnen die hohle Birne. Immer so eine einzelne kleine Federstückchen da drin. Der macht die Sache natürlich richtig schön klebrig, schlonzig. Also. Mega gut. Guck mal, die Zwiebeln sind fast zu nichts zerfallen. Da ist also kaum noch was über. Aber schön den Saft und den Geschmack haben die hier rein gepumpt. Und. Wenn das irgendwo beim Griechen geben würde, da wäre ich Stammgast. Oder ich würde es mir selber machen. Und so könnt ihr das auch machen. Das genaue Rezept, also mit den vernünftigen Mengenangaben, findet ihr bei mir auf der Homepage. Ansonsten findet ihr da unter diesem Video hier alles, was ihr dafür braucht. Und sicherlich auch wohlwollende Kommentare, Daumen nach oben oder vielleicht auch ein Abo. Also da könnt ihr einfach mal gucken. Von daher bis zum nächsten Mal. Klaus Grillt, feines Grillen Barbecue. Macht's gut. Mega.